Die Kindernachrichtensendung Logo hat ein Video zur Wehrpflicht gemacht. Genauer 5,5 Fakten zur Wehrpflicht. Naja, schauen wir uns mal an, was der Kinderkanal so hier für tolle Fakten über die Wehrpflicht uns zu berichten hat. Stillgestanden! Was ist das Thema heute? 5,5 Fakten zur Wehrpflicht? Wie heißt das? Wehrpflicht, Herr Hauptmann. Frau Hauptfrau? 10 Kniebeugen. Hier muss ich echt bei Null anfangen. Fakt 1. Nach der Schule erstmal Bundeswehr. Das war früher so, zumindest für die Jungs. Die Bundeswehr wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Da gab es dann Soldaten, die das beruflich machten, aber man rechnete damit, dass das im Zweifel nicht reicht. Deshalb sollten auch alle anderen jungen Männer eine Zeit lang bei der Bundeswehr mitmachen, um Deutschland im Notfall verteidigen zu können. Das war die Wehrpflicht. Fakt 2. Man konnte sich... Was war denn dieser Zweifel? Dieser Zweifel war ein großer Krieg mit der Sowjetunion. Und so ein Krieg, der ist überhaupt erst nur wieder in den Bereich des Möglichen gerückt, weil Deutschland damals die Westbindung beschlossen hatte. Also Wiederbewaffnung und Westbindung gingen damals Hand in Hand. Es gab damals auch große Befürworter einer deutschen Neutralität. Vor allem in FDP und SPD, die beide eben gegen die Westbindung und für eine schnelle deutsche Wiedervereinigung waren. Es gab damals sowjetische Angebote einer deutschen Wiedervereinigung im Gegenzug zu einer deutschen Neutralität. Die Sowjetunion hätte ein neutrales Deutschland zugelassen, ein neutrales und vielleicht auch gar nicht wiederbewaffnetes Deutschland. Aber man hat sich halt dafür entschieden, die Bundeswehr einzuführen, der NATO beizutreten und auf eine Wiedervereinigung zu verzichten. Österreich beispielsweise hatte in den 50er Jahren schon seine Wiedervereinigung, weil es die sowjetischen Verhandlungsangebote angenommen hat. Also das ist so die ungefähre Geschichte darum. Sich gegen die Wehrpflicht wehren. Na, komm her, du! Wehr dich! Nee, nicht so, sondern so. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Diese jungen Männer mussten dann einen Ersatzdienst leisten, Zivildienst. Irgendwas Soziales, also zum Beispiel im Seniorenheim oder im Krankenhaus mithelfen. Und immer mehr entschieden sich für den Zivildienst. Fakt 3. Die Wehrpflicht pausiert. 2011 stellte man fest, piep, 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 wir haben uns doch alle voll lieb. Es gab eigentlich keine Feinde mehr und damit auch keine Bedrohung. Also sagte man, wir brauchen keine... Es gab vor allem eine FDP, die einerseits aus sparpolitischen Gründen, also man wollte ja die schwarze Null einhalten, und zum anderen ja wegen Gründen der individuellen Freiheit darauf gedrängt hatte. Also es gab tatsächlich einige gute Entscheidungen der schwarz-gelben Koalition, wie die Aussetzung der Wehrpflicht oder nicht in Libyen einzumarschieren, die man der FDP anrechnen muss. Also kommt auch nicht häufig vor, dass ich die FDP lobe, deswegen wollte ich es hier nochmal erwähnen. Wenn die FDP jetzt in der Ampel die Wehrpflicht wieder einführen würde, dann würde das zu dieser kompletten Selbstaufgabe dieser Partei passen. Notfallsoldaten mehr. Die Wehrpflicht und auch die anderen Ersatzdienste fielen weg. Die Bundeswehr wurde seitdem deutlich kleiner. Aber es wurde nur auf den Pausenknopf gedrückt. Heißt, wenn sich die Bedrohungslage für Deutschland ändert... Also ja, die Bundeswehr, die Soldatenzahl hat abgenommen, aber die Ausgaben für die Bundeswehr sind deutlich gestiegen. Nominal haben sich die Ausgaben in den letzten 10 Jahren, glaube ich, etwa... Ja, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Die haben sich, glaube ich, etwa verdoppelt in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Etwa einhalbfach, müsste ich nochmal die genauen Zahlen angucken, aber die Rüstungsausgaben, die sind sowohl in Relation zur Wirtschaftsleistung als auch real, als auch nominal, egal was ihr euch anseht, deutlich, deutlich gestiegen. Also das ist, wir sehen schon eine deutliche Aufrüstung. Kann die Wehrpflicht auch wieder zurückkommen? Fakt 4. Es gibt aktuell Argumente für und gegen die Wehrpflicht. Die Befürworter... Das will ich jetzt... Okay, jetzt kommen wir zum politisch brisanten Teil. Also bisher war das ja noch relativ deskriptiv gehalten. Also allein schon, dass man das Thema hier wieder in die Diskussion rückt, klingt fast so, als wolle man uns da auch etwas vorbereiten, aber nehmen wir mal meine eigenen Vorurteile hier weg. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Was könnte für eine Wehrpflicht sprechen? Wir haben keine Feinde mehr in unserer Umgebung. Es gibt niemanden, gegen den wir Krieg führen müssten. Also, wer will junge Männer in die Bundeswehr einziehen, um eventuell irgendwo Krieg zu führen? Reporter sagen, seit dem Ukraine-Krieg hat sich auch die gesamte Bedrohungslage geändert. Auch was eine Lüge ist. Der Ukraine-Krieg, der hätte vom Westen bis zum Schluss verhindert werden können und er könnte vom Westen auch jederzeit beendet werden, wenn der Westen endlich kompromissbereit wäre. Erstmal das. Also allein schon deswegen ändert der Ukraine-Krieg die Bedrohungslage nicht.
Und zweitens wäre selbst bei einer kompletten Eroberung der Ukraine durch Russland völlig unrealistisches Szenario aktuell, also es wird wahrscheinlich eh durch einen Kompromissfrieden enden, selbst dann wäre Deutschland in keinster Weise bedroht. Außer in den absurden Schreckensszenarien mancher NATO-Propagandisten, die in völlig irrsinniger Art und Weise Russland unterstellen, es wolle NATO-Territorium angreifen, wofür es absolut keine Hinweise gibt. Deutschland braucht mehr Soldatinnen und Soldaten, die im Notfall einsatzbereit sind. Wenn das freiwillig nichts wird, dann geht's halt nur mit der Wehrpflicht. Dann wäre es in der Gesellschaft auch wieder normaler, sich als Soldatin oder Soldat für sein Land einzusetzen. Kritiker sagen, wir brauchen Profisoldaten in der Bundeswehr, nicht einfach irgendwen. Die Kasernen, die man bräuchte... Wir brauchen eine Bundeswehr, die keine Auslandseinsätze mehr fährt. Wir brauchen keine Kriege. Deutschland sollte seine gesamten Soldaten aus dem Ausland zurückziehen. Und die paar Soldaten, die wir haben, die können ja, keine Ahnung, die Schweiz oder Liechtenstein von eventuellen Invasionsversuchen abzuhalten, die ich jetzt auch nicht für sonderlich wahrscheinlich halte. Dafür brauchen wir dann vielleicht noch eine Bundeswehr, meine Güte, die auch deutlich abgerüstet werden könnte. Also so eine extreme Aufrüstung, wie wir sie gerade sehen, brauchen wir auf keinen Fall. Und auch die amerikanischen Atomwaffen, die gerade Deutschland zur Zielscheibe machen und die auch modernisiert werden sollen, also auch die müssen aus Deutschland abgezogen werden. Alle ausländischen Truppen müssen aus Deutschland abgezogen werden. Ja, Deutschland sollte meiner Meinung nach auch, ja, UN-Einsätze ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil es gerade einer im Chat schreibt. Aber selbst da sollten wir uns, glaube ich, erstmal zurückziehen. Also da gibt es ja genug Länder, die da Sachen beisteuern. Ich glaube, Deutschland könnte eher auf ziviler Ebene helfen. Also es gibt ja Länder, die schaffen es tatsächlich, sich an UN-Einsätzen zu beteiligen, aber selbst keine militärischen Auslandseinsätze abseits davon zu starten, wie beispielsweise China. Aber Deutschland, ja, sobald man halt einmal diese Linie überschritten hat und Auslandseinsätze genehmigt hat, macht man dann halt einerseits UN-Einsätze und zum anderen beteiligt man sich an Einsätzen, wo die UN nicht daran beteiligt ist, die sogar völkerrechtswidrig sind. Siehe Afghanistan, siehe Serbien. Also, ja. Die gibt es so auch nicht mehr und das würde alles echt viel kosten und lange dauern. Außerdem werden junge Menschen ja auch wirklich dringend in anderen Berufen gebraucht, ne? Fakt 5. Nein, ihr müsst jetzt nicht kämpfen. Tatsächlich wird das mit der Wehrpflicht so schnell wohl nichts. Dazu müsste nämlich eine große Mehrheit im Bundestag zustimmen und danach sieht's nicht aus. Stattdessen wird immer wieder auch über andere Pflichtdienste für junge Menschen diskutiert. Ja, nicht einfach in der Wehrpflicht enden können. Also wenn man jetzt einen Zivildienst verpflichtend macht, dann wäre es nur ein mini kleiner Schritt zu sagen, okay, wir streichen jetzt mal das Zivil, jetzt ist wieder auch Wehrpflicht. Also das, ja, wenn man mit sowas anfängt, dann kann man das auch sehr schnell umswitchen, wie man es gerade braucht. Beispiel nach der Schule ein Jahr lang verpflichtend erstmal irgendwas Soziales machen, auch für die Mädchen, damit es fairer ist. Aber auch das sind bislang nur Ideen. Und jetzt noch der halbe Fakt. Habt ihr schon... Es gibt so unglaublich viele Leute, die ein freiwilliges soziales, ein freiwilliges ökologisches Jahr machen. Also es gibt riesige Bereitschaft, freiwillig sich zu engagieren. Und da jetzt die Leute dazu zu verpflichten, wie gesagt, ich glaube, dass das nur eine Gewöhnung an die Wehrpflicht sein soll. Deswegen sollte man auch so einen Unsinn blähen. Selbst wenn man grundsätzlich dafür sein sollte. Selbst dann muss einem doch klar sein, dass, wenn der Staat schon mal Leute zwangseinzieht, damit die irgendwo Zwangsarbeit leisten, dass die dann auch zum Militär verpflichtet werden können, wenn der Staat es gerade braucht. Also sehe ich, ja, die Zivis sind eh nur billige Aushilfen, um Löhne zu drücken. Also wie gesagt, aktuell die Leute, die freiwilliges soziales Jahr machen, die machen das ja freiwillig. Also mehr oder weniger selber schuld. Aber die Leute, die man dann zwangseinziehen will, die werden dann ja nicht mehr freiwillig da. Schon mal eine Soldatin oder einen Soldaten in der Bahn gesehen? Wisst ihr was? Die dürfen kostenlos mitfahren. Wollt ihr nicht bei der Bundeswehr anfangen? Oh Gott. Also ehrlich gesagt hatte ich schlimmere Kriegspropaganda erwartet, aber das hier geht ja fast noch. Also ein bisschen, man lässt die Bundeswehr positiv darstellen und stellt die geopolitische Gesamtlage, die wir gerade haben, überhaupt nicht dar, sondern versucht dieses Thema Kindern irgendwie so fluffig leicht näher zu bringen. Also das ist, ich sag mal so, sanfte Kriegspropaganda noch. Also wie gesagt, dass man das ihren Kindern verfüttert, ist sowieso schon eklig genug, aber dass ihr, ja, es geht schlimmer. Das wurde vor ein paar Jahren eingeführt, um für die Bundeswehr zu werben und den Job attraktiver zu machen. Würde euch das locken? Könntet ihr euch vorstellen, eine Zeit lang zur Bundeswehr zu gehen? Schreibt uns mal in die Kommentare. Hey, ihr könnt erschossen werden. Ihr müsst vielleicht andere Menschen töten, aber ihr dürft kostenlos bis fahren. Also, was sagt ihr?
Gott. Spätestens seit... Ich habe früher ihr Logo geguckt, aber da war ich noch nicht so klein, da war ich noch so klein, dass ich nicht wusste, ob inwieweit das jetzt neutral ist. Aber das ist ja wirklich schlimm, was die heutzutage veröffentlichen. Wie gesagt, von Öffentlich-Rechtlichen bin ich Schlimmeres gewohnt, aber ja, so eine leichte Gewöhnung ans Militär für Kinder und dann auch noch so eine völlige Nichtdarstellung der geopolitischen Situation ist schon problematisch, ist schon problematisch.